Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Gesetz zur Neuregelung der Stiftung Naturschutz Berlin war Inhalt vieler Diskussionen hier und im Ausschuss. Der heute auf dem Tisch liegende Beschluss zeugt in der Tat vom Erfolg dieser Diskussion und kann trotzdem nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Stiftung und ihren Gremien die Flügel gestutzt werden sollen. Die Veränderungen im Stiftungsvorstand und im Stiftungsrat bis hin zum Stiftungsvermögen werden sich sicherlich in ihrer Wirksamkeit hinein in die Stadtgesellschaft zeigen. So soll die politische Leitung für Naturschutz und Landschaftspflege im Senat als Stiftungsratsvorsitzende oder Stiftungsratsvorsitzender fungieren, als solche in die Stiftung hineinregieren und wird mit Sicherheit die anderen Aufgaben wie Wohnungsneubau und Verkehr wie gedankliche Scheren im Kopf nicht unbeachtet lassen. Wer das anders glaubt, ich denke, der irrt. Beim Stiftungsvermögen gehen die Meinungen auch hier im Hause am weitesten auseinander. Das Land Berlin kann, wie in der Vergangenheit unter Rot-Rot praktiziert, wieder zwar Zustiftung vornehmen, aber zugleich wird das am 31. März 2016 3,2 Millionen Euro übersteigende Stiftungsvermögen an das Land Berlin erstmals abgeführt. So steht es zumindest auch wieder in der Beschlussempfehlung. Das ist eher traurig und kein riesengroßer Erfolg. Meine Damen und Herren, unsere Fraktion wird die Gesetzesänderung nicht ablehnen, weil die Wertschätzung der Arbeit in den Gremien der Stiftung auch mit klaren Festlegungen im Gesetz gezeigt werden kann. Die Aufgabenerweiterung schafft die Klarheit und spiegelt die aktuellen Anforderungen bis hin zum Klimaschutz wider. Wir begraben die Hoffnung aber nicht, dass die nach Bundesnaturschutzgesetz in Berlin anerkannten Vereine die Arbeit der Stiftung weiter unterstützen und mitwirken, damit der Naturschutz nicht in eine lästige Randerscheinung in Berlin abrutscht. Die Natur in Berlin, die noch vorhandene Artenvielfalt, haben eine starke Stiftung mit vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern verdient. Denn klar ist auch, die Stadtnatur wird sich keinem noch so gut formulierten Gesetz beugen, um uns eine gesunde Lebensgrundlage zu gewährleisten. Wir werden weder im Wald noch in der Spree eine Vertragspartnerin oder einen Vertragspartner finden, die oder der einen Vertrag zur Lieferung sogenannter Ökosystemdienstleistungen, erstmals übrigens auch in dem Gesetz erwähnt, für unser Wohlbefinden mit uns zu unterzeichnen. Also achten wir streng darauf, dass in den nächsten Jahren die auskömmliche Ausstattung der Stiftung gewährleistet wird. Daran werden wir weiterarbeiten. Vielen Dank.